Miau, willkommen zurück in der Antarktis, auf dem Rückweg zu unserem Boot. Der Schlüssel heißt Gate Control Key. Ah, Moment, Gate Control. Ist ja dann eventuell doch nicht da ganz am Anfang, wo wir waren, sondern da, wo wir reingekommen sind mit dem Schlauchboot hierhin. Ich weiß nicht, wir werden es rausfinden. Ich bin mir jedenfalls sicher, weil hier war nirgends, also wir kennen die Gegend hier jetzt ja sehr gut. Und hier war nicht so viel, wie wir noch einen Schlüssel bräuchten. Somit zurück, Marsch. Ja, dazu müssen wir doch... Wie genau sind wir hergekommen? Irgendwie müssen wir hangeln, aber da oben waren wir ja. Ganz so weit sind wir dann auch nicht gehangelt. Oder? Nee, das ist nicht ganz der Anfang. Hier, mayhaps. Seahaps. Dahinter müssen wir wieder. Wie machen wir das? So. Stopp, speichern. Erst speichern. Vielleicht werden wir in der Luft beschossen und das ist schlecht, denn dann hätten wir erst ein Medipäckchen nehmen müssen. Ach, wir haben doch... Ah, gut, dass wir die Brechstange wieder eingesammelt haben. Ist da vorne nicht auch nochmal so eine verbarrikadierte Tür? Dafür können wir die dann ja wohl genauso gut benutzen. So. Ich nehme das hier immer noch alles am Stück auf, seit ich den Lutzgate-Endgegner aufgenommen habe. Den London-Endgegner. Denn ich lade zwar trotzdem nur einmal die Woche hoch. Ja, das dachte ich mir, du brauchst nämlich eine Crowbar. Aber so kann ich immerhin bei Francine weitergucken. Denn dann kenne ich das Level ja trotzdem schon. Blub. Hey. Niemand hey? Schade. Ja, dann ist der Schlüssel wohl hierfür. Und damit hätten wir da links den Schalter und dann ist bestimmt da jetzt gleich das Tor auf. Kommen wir denn nochmal ganz an den Anfang? Ja, I thought so. Dieses wieder unglaublich. Also in anderen Tomb Raidern hat sich doch auch geschafft, das Ding wieder einzupacken. Oder soll das die extra Herausforderung sein? Nach dem Motto, seid ihr klug genug, um es wieder einzustecken? Ja, ach, wir sind ja ganz gut aufgestellt. Wir nehmen mal noch eins. Ups. Und wenden. So. Nicht schon wieder die Musik. Das passt nicht hier hin in die Arktis. Gibt's da was? Ich wundere mich ein wenig wegen... Nee, fahr mal. Dass die nicht nach hinten fahren kann. Wegen der Flagge. Ach, seht mal, da könnten wir auch raus. Steckt sie nur auf die rechte Seite aus? Ach, seht mal, da liegt Munition, das ist aber nicht das gleiche Loch. Ach doch, mit Alt geht's doch rückwärts. Sie steigt hier auch doch aus. Okay, dann will ich nochmal auf die andere Seite fahren. Das ist doch bestimmt auch was, wenn da schon so eine Flagge ist. Auch wenn wir hier nicht Capture the Flag spielen. Ich glaube, sie steigt echt nur an die rechte Seite aus. Haben wir es schon mal auf der anderen Seite versucht? Nee. Aber das geht ja nun nicht. Ja. Okay, dann kann sie doch zu beiden aussteigen. Jetzt, wo ich weiß, dass wir auch rückwärts fahren können, ist kein Thema. Uah!
du dich duckst, bringt dir gar nichts. Es sei denn, vor dir ist ein Gegenstand, der dich dann verdeckt. Aber das ist nicht der Fall, lieber Mann. Na toll. Der hat also nur... Der hat gar nichts getan. Aber immerhin haben wir Uzi-Munition bekommen. Das ist doch schon mal was. Mutzi-Munition meine ich natürlich. Was rede ich denn da? Völlig wahnsinnig. Da könnten wir reinhauen. Sieht auch hier nach Endstation aus. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Hui. Ja, ist nicht ganz so hübsch in diesem Outfit. Na, egal. Ist schön, dass man den Atem die ganze Zeit sieht. Gefällt mir. Da lag ja auch nichts mehr. Oh, da wartet schon wer auf uns. Hallo. Hier ist auch noch jemand. Ihr habt alle das gleiche an. Ihr uniformierten Badass-Typen. Immerhin haben wir hier keine Lawinen. Das ist doch schon mal was. Ja, da wollte ich auch zuerst hin. Ja, in den Rücken schießen ist feige. Ist egal. Ist egal. Dieser seelenlose NPC-Gegner. So. Einmal runde. Oh. Oh, hi, come in. Make yourself at home. I won't be a minute. At home? I've just met a man who may as well have been Brundlefly. Fascinating, isn't it? He was your own employee. He was a molecular biologist. He'd have been intrigued with himself. Thanks to this material, his Hox genes were multiplied. Do that, and the complexities of our bodies increase beyond our comprehension. But this is just the fringe of its possibilities we're seeing here. My pal's exposure came from the material impregnated into the meteorite crater. The real capacities lie in its core, which these artifacts you're so attached to will let me access. But you've no control over this. This is not just about avidly spawning mutants. It's an entirely natural acceleration of evolution, a real live laboratory of spurred on life. Not everyone here wants to be guinea pigs, multi-appendaged or not. Well, that's unfortunate. It's been hit and miss here for too long. Now the timing's spot on. I can't leave it. The Polynesians fled in their ignorance. Darwin's half-wit sailor's the same, ironically making Darwin himself miss this angle on evolution. But now, I'm here. I have the access, the knowledge, the artifacts. Yes, but you bumped into me in India and sent me to find them for you, bringing me here. Listen to this gibberish. Your perception of good timing is bad. I don't know about that. Na. Nein, die Meteoriten. Oh, wo ist der Assi? Kommt jetzt etwa das nächste Level? Es gibt keinen sauberen Cut, Lara. Kannst nicht machen. Dieses Loch, in das wir nicht rein sind. Schade. Kein sauberer Cut, aber der letzte Part war auch viel zu lang, um das noch dran zu hängen. Na gut. Das RX-Tesh-Bergwerk, liebe Freunde. Liebe Freunde, ich wollte eigentlich nur das erste Level spielen. Naja, fängt halt noch das zweite Level an. Was soll's. Gut. Oh, Moment. Das lese ich jetzt gleich nach, weil... Genau, folgen Sie dem Gang. Sobald Sie zum sechsten Mal eine Tür haben quietschen hören, müssen Sie umkehren. Laufen Sie zurück.
und kriechen sie in den Gang, der sich auf der linken Seite geöffnet hat. Ja, sorry, dass ich mir das direkt durchgelesen habe, aber ich wusste noch, dass wir jetzt, wenn wir die Dinger, wenn wir um die Kurven laufen, hören wir halt das Quietschen. Und ich hätte so niemals mehr gewusst, wie oft wir es hören müssen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Seht ihr? Sowas wusste ich noch. Nur nicht mehr wie oft. Aber solche Sachen merkt man sich. Ja, hinein da. Achso, es geht weiter. Ich dachte, wir können jetzt stehen. habe ich nicht mitgerechnet. Verdammt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Na gut, dann klettern wir halt. Nee. Okay. So be it. Ja, das Bergwerk ist ein sehr düsteres Level. Vor allem, wir hatten ja schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Mutantenforscher. Ich weiß nicht mehr, spucken die Feuer oder irgendwas Giftiges? Daran erinnere ich mich nicht mehr. Gäbe es hier nicht auch Flammenwerfergegner? Irgendwas ist hier mit Feuer. Irgendwas spuckt Feuer. Ich weiß nicht mehr was. Wir haben, glaube ich, wieder die Höhlengeräusche, die wir auch in den Kalia-Höhlen hatten wir die. Hatten wir die in Tomb Raider 1 auch? Iiii, ihr kleinen Seerobben. Euch klappen wir aber. Killst du uns auch? Oder nur die Viecher? Das wüsste ich richtig gerne jetzt. Oh je. Wir versuchen es mal ohne ihn anzugreifen. Vielleicht ist er ja noch von Nutzen. Wenn wir ihn nicht anschießen. Er glubscht nur. Oh, bitte schieß nicht. Weil gegen Flammenwerfer-Menschen haben wir kaum eine Chance. Er ist nett. Okay. Du fragst bestimmt, was wir hier tun. Ich frag mich auch, was wir hier tun. Oh ja, hier wird's spaßig. Da unten kriechen noch mehr Gegner. Und da seht ihr schon unsere Minenlore. Mit der werden wir Spaß haben. Wir waren so klug und haben Lara, wir haben die mitgenommen. Die ist in der Tasche. Natürlich. Aber wir tragen noch einen Rucksack. Ich hatte jetzt überlegt, ob der Typ uns den Rucksack abgenommen hat. Aber er hat eine extra Tasche, in der wohl dann auch die Meteoritensplitter waren. Ich gucke mich erstmal um. Hier ist auch noch eine. In welche müssen wir denn nochmal rein? Bestimmt fährt sowieso nur eine. Es ist echt Gift. Es ist Gift, das ist blöd. Theoretisch besser als Feuer. Trotzdem blöd. Das Licht hat geflackert, habt ihr das gesehen? Ist kaputt.
hat so gelb geflackert eben schon. Jetzt haben wir Strom. Ja, deswegen lohnt es sich hier allzeit schussbereit zu sein. Das tut es ja sonst auch, aber hier sowieso. Okay, wir haben Licht. Da können wir nur lang fahren, also gucken wir nochmal unten. Da wo auch noch freundliche Gegner versteckt sind. Da wir jetzt Strom haben, können wir dann jetzt bestimmt auch mit der Lore fahren. Wir verlieren aber nicht viel Energie dafür, dass wir vergiftet sind. Deswegen spare ich mir mal das Medipack, bis wir die hier unten noch erledigt haben. Falls uns noch einer vergiftet. Sonst macht er nichts. Es ist auch doof, dass die nochmal so viel Gift spucken, wenn sie gerade am Sterben sind. Solche Gegner mag ich gar nicht, die einem nochmal richtig Damage zufügen können, wenn sie eigentlich schon erledigt sind. Jetzt muss man nur noch wissen, mit welcher Lore wir fahren. Ich meine auch, dass man während man fährt so ein paar Aktionen durchführen muss, um nicht in den Tod zu rasen und auf der richtigen Strecke zu bleiben. Aber welche nehmen wir? Oben ist eine und hier unten. Hier ist auch nur drei Stück. Wir versuchen es einfach mal. Ich nehme jetzt mal gleich ein Medipack. Oder ich lasse es. Wir verlieren gar keine Energie eigentlich. Vielleicht ist auch die Anzeige kaputt. Mal gucken, was passiert. Ist jetzt erstmal lustig. Uiuiui. Seht mal, wir haben so einen Schraubenzieher. Genau, wir müssen, glaube ich, Weichen stellen. Das mache ich einfach immer, wenn eine Weiche... Da vorne ist eine. Oh! Seht ihr? Und wir müssen uns ducken. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Somit wird es rasant. Nice. Macht Spaß. Das ist einfach eine richtig, richtig coole Stelle im Spiel. Toll. I like. Es war zu kurz. Hätte noch weitergehen dürfen. Aber sieht richtig aus. Ach, seht mal, wie gut, dass wir keinen Medipack benutzt haben. Zack. Ich möchte nicht vergiftet werden. Ich will aber auch keine besseren Waffen für die benutzen, weil ansonsten können sie ja gar nichts. Oh. Nach Rutschpartie aus. Aber wir können, glaube ich, eh nicht mehr zurück. Ja. Creepy. Da unten lag eine Rakete. Ah! Mein Gott. Was bist du denn? Ah! Alter! Halt der viel aus. Ich verliere Energie, wenn ich auf dem Heißen stehe. Mein Gott! An die habe ich mich nicht mehr erinnert. Mutation for the win. Na, macht das jetzt nicht Spaß? Müssen wir dann wohl da rein, aber hier ist ja heiß. Wartet,
Erst noch gucken und nicht da reinlaufen. Hier ist sonst aber nichts. Wie komme ich denn an die Sachen, die da drunter sind? Ist keine Öffnung. Na gut. Wartet, wenn die jetzt hier sind. Komm, wir haben mal ein bisschen Uzi-Spaß. Wir haben sie doch gerade erst gefunden. Oh. Das Level ist schon gruselig, oder nicht? Aber schön gruselig. Ich bin gerade voll angespannt. Ich dachte, da wäre ein Schalter. Überall nur kaputte Lichter. Oh mein Gott. Wir haben noch 5 Minuten. Okay. Gucken wir mal, was uns da oben Schönes erwartet. Bestimmt nichts Schönes. Oh, oh. Ich speichere mal oben neu. Hier ist gar nichts. Zwei Türen, in die wir nicht reingucken können. Ich versuche die erste. Oh, jetzt sind wir wieder da. Interesting. Ich habe Angst vor den Großen. Weil die haben ordentlich was eingesteckt. Wir hatten lange keine Gegner, die so robust waren mehr. Lange, lange nicht mehr. Ich wäre gerade so ein bisschen traurig, dass das Spiel dann in absehbarer Zeit vorbei ist. Was an sich doof ist, weil wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Ich guck mal kurz. Kam hier nach. Ah, die vergessene Stadt Tinnos haben wir dann noch. Nach dem Bergwerk. Aber ich glaube, dann ist schon Endgegner-Time. Wartet. Ja. Obwohl, ja doch. Leute, nur noch 2 Level und dann der allerletzte Endgegner. Das macht mich echt traurig. Ich hoffe, euch auch. Shit. Alter, die sind voll schnell. Okay, mit Uzi geht's gut. Oh, der hat gut was verloren. Ich wollte ja gerade überlegen, wo wir wohl lang gehen. Das heißt, hier wären wir aber auch irgendwie anders hingekommen. Weil da draußen auch noch mal ein Schalter ist. Was kommt hier? Ach, scheiße. Nee, du hast nichts Gutes. Wir haben schon die Hälfte der Uzi-Munition leer. Der Mutzi-Munition meine ich natürlich. Nee. Ich weiß nicht. Du hast gar nichts verloren. Sehr schade. Ich glaube nämlich eigentlich, dass wir eher raus müssen. Deswegen weiß ich nicht, ob es was bringt, da nochmal reinzulaufen.
Wehe, das hinter mir geht zu. Ach so. Na dann. Egal. Part ist auch gleich vorbei. Ich gehe mal gucken, was es hier draußen so gibt. Ich erinnere mich vage an das Bohr-Ding, Seil-Ding. Das Ding hier halt. Aber ich weiß nicht mehr, was man damit machen musste. Ich glaube, es ist ein guter Punkt für einen Cut. Ihr Lieben! Ja, das zweite... Level. Knapp. Ich glaube, wir müssen tauchen. Und schmoof. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst doch Bewertungen und Kommentare. Sagt mir, ob ihr auch traurig seid, dass es zu Ende geht. Aber es ist ja immer das Ziel eines jeden Projekts. Trotzdem ist man traurig. Egal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal im Bergwerk. Bye, bye.